Das Wochenende ist auch wieder Rocket League Championship. Also in die, spielst ja kein. Ah doch, du spielst ja Rocket League inzwischen. Ja, aber diese Woche habe ich nicht so viel Zeit. Morgen habe ich Rollenspielrunde. Okay. Muss ich nachher noch ein bisschen was vorbereiten auch. Oder war jetzt gerade auch dran. Jetzt wollte ich gleich noch eben einkaufen und Was ja. heißt das? Mit Leuten zusammensitzen und dann. Genau. Cool. Treffen uns in Habe der ich noch nie gemacht, Nachbarschaft. was wollte ich schon längst mal irgendwann. Ja, ich weiß, hatten wir mal kurz drüber gesprochen. Also ich bin am Morgen auch Spielleiter, deshalb muss ich mir da ein bisschen die Ui, Story cool. nochmal Das heißt, du denkst dir dann zu. irgendwelche Sachen aus, die andere machen müssen und die ihm begegnen können oder was oder wie? Genau, ja, das ist jetzt ein vorgefertigtes Abenteuer quasi für Cthulhu. Okay. Und da geht's darum, das ist eigentlich so eine, spielt in einer ganz normalen Nachbarschaft in Boston. Ja. Und der Nachbar von einem der Spieler ist irgendwie auffällig. Okay. Die, ja, der Aufhänger ist eigentlich, mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert. Die sehen, wie er abends nach Hause kommt, so ein komisches Ding fallen lässt, so ein längliches, helles Ding. Und wenn die da genauer drauf gucken, sehen die, also du musst dann mal so Proben würfeln, sehen die, dass das ein abgetrennter Kinderarm ist. Alright. Und da sollten natürlich die Charaktere dann aktiv werden und da mal nachforschen, was denn da los ist. Okay, cool. Ja, und die Story ist halt so, der Typ ist halt von einem, ja, besessen von einem der alten Götter. Ja. Und der hat im Keller ein Kind. Also er war verheiratet, der Gott hat seinen Körper übernommen und mit seiner Frau ein Kind gezeugt. Beziehungsweise Zwillinge, das erste ist bei der Geburt gestorben, die Frau auch. Und einer hat überlebt, aber das ist halt nicht menschlich, das ist halt einfach nur ein Körper. Und er lässt sich jetzt über jemanden aus dem Krankenhaus immer wieder Körperteile bringen. Ne? Okay. Arme, Beine und so weiter und so fort. Und Klingt das lebt im creepy. Keller, das wird immer größer und wenn das ausgewachsen ist, würde das halt quasi seinen Vater auf diese Welt beschwören. Und das können die Charaktere dann halt rausfinden, also dass der Nachbar immer wieder Leichenteile ja, hat und annimmt und die sein Kind, also diesem Objekt, halt anoperiert, um es ihm zu helfen, sich fortzubewegen und ja, aufzugreifen. Okay. Darum geht es halt. Also, sie können da Nachforschung machen, wie das alles passiert ist. Also, dass die Frau von dem halt verstorben ist. Und ja, dass das Kind da auch gestorben ist. Und der Typ hat auch ein Gewächshaus und einen Garten, wo er halt dann die Leichenteile, er hat viele Experimente gemacht, wo die Leichenteile dann auch ja, vergraben hat, die er nicht mehr gebrauchen konnte. Das kann man auch feststellen. Im Gewächshaus sind da ganz merkwürdige Pflanzen, die Spielercharaktere dann noch angreifen würden. Ja. Cool. Das ist. Ist Ja, ja mal auch, ist ja gucken. auch Also. völlig ist ja umsetzbar in allen Himmelsrichtungen, ne? Also kannst ja der Fantasie freien Lauf lassen dann, ne? So als Genau. Spielleiterin. Ja, also ich habe das mal, das Abenteuer schon mal vor Jahren bei uns im Verein geleitet. Und da war es halt relativ schnell vorbei. Da haben die Charaktere halt diesen Kinderarm gesehen, sind dann rüber ins Haus gerannt und Wo ist sind da der? gleich reinge. Weiß auch nicht. Da ist er. Nicht raus, wahrscheinlich irgendwie. Ja, sind dann gleich rüber ins Haus gerannt Obacht, und sind er ist dann. da, links in der Tür. Okay. Hast du nicht gesehen? Nee, jetzt der Halsschlag auch weg. Okay. Und wo ist der andere, der hängt? Da vorm Haus quasi. Wo gegen andere Ah, Straßenseite. ja, ich sehe ihn. Ich habe irgendwie Base dann jetzt Oh! geschlagen, das kann ich gar Mit nicht Dreck in die Arme, super. Toll. glauben. Wer ist Killer? Ich habe noch gar keinen gesehen Michael. bisher. Ah, okay. Ach stimmt, da muss irgendwo Terror-Level Deswegen war ja auch die ganze Zeit diese Musik. sein. Ah, ja, stimmt. Deswegen habe ich mich auch nicht getraut, mich zu bewegen, weil du ist ja wieder mit dem Terrorradius, weißt du? Du weißt im Teil ja gar nicht, ob er da ist. Hast du das neben mir? Nee. Doch. Ist ein Ja. Dwight neben mir. Der ist an mir vorbeigelaufen. Ja, ist weg. Brauchst gar nicht laufen, ist weg. Doch. Ich will als Erster runter in Gegner Danke. Punkte. Er folgt dir aber. Er folgt dir auf jeden Fall. Die haben mich nicht gesehen, keine Ahnung. Er ist nicht mir hinterhergelaufen, er ist dem anderen hinterhergelaufen. Ja, bist du nicht links?
Ach doch, du liegst doch schon wieder. Er ist, ja, ich lieg jetzt wieder, aber er ist nicht mir hinterhergelaufen, er ist dem anderen hinterhergelaufen. Hm. Und der hat ihn direkt zu mir geführt. Ja, der andere ist doch rechts rumgelaufen, du bist links rum raus. Ja, na, hat er auch sich geholt. Keine gute Runde. Also für mich zumindest bisher. Aber das heißt noch nichts. Einen Generator hier suchen. Vorankommen. Gott. Das gibt's doch gar nicht! Wie schnell ist der? Ich habe einen falschen Schritt gemacht, er hat gesehen, wo ich bin und... Das ist echt krass. Okay, das ist direkt ein Haken, super. Brauche ich gar nicht kämpfen. Uiuiuiuiui. Also ich bin gerade mega schlecht. Wo ist denn der? Oh, da hinten ist du. Ach, der andere ist schon wieder runter. Der andere ist weg, ja. Aber er kommt direkt zu euch. Also ja, da in die Richtung. Gott, das war's raus. Gucken, ob wir dich jetzt da runterkriegen. Sollte doch auf jeden Fall beeilen. Aber da läuft irgendwer direkt in die Arme. Okay. Ja, Mac ist ihm schon mal in die Arme gelaufen. Okay. Ja, ich bin noch ein Stückchen weg. Aber sie kommt trotzdem. Ja, das wird mich umbringen. Gut aus sie nicht. Ja. Hat sie nicht so gut gemacht. Wenn du es noch schaffst, beeil dich. Mein Finger wird schon lahm. Ja, ich glaube. Aber Mac läuft gerade weg. Es klappt. Passt. Verdammt, komm ich denn nicht? Nein, er ist da, er ist da. Ja, aber er kommt, ich bin tot. Durch. Scheiße. Oder? Ja. Ja, Mac lief auch immer um mich herum, das hilft ja nicht. Also, sie hätte ihn dann wegführen müssen. Ja, aber von der Seite, wo ich kam, war kein Durchgang durch die Hecke. Ja, ich habe dich auch nicht verstanden. Ich habe dich ja gelaufen sehen und du hättest, glaube ich, ins Haus gekonnt irgendwie, ne? Über die Hecke rüber. Ja, das. An der einen Stelle. Echt? Komm, wir mal klettern. Ich glaube ja. Ist nee, da dieses Gartentor oder sowas, ne? Echt? Da kannst nee, du, glaube ich, rüber. Aber weiß ich auch nicht ganz genau. Das war ich war echt nicht gut gerade. Hab mich auch überhaupt nicht versteckt oder so, weiß nicht. Ich war auch nicht wirklich konzentriert, muss ich zugeben. Ich bin auch heute auch wieder irgendwie ein bisschen benommen. Das heißt, das ist wahrscheinlich so ein Spiel da nicht wirklich das Beste für. Nee. Kohlstrunk Niklas. Nee, hier kommst du nicht drüber. Okay. Ist auch okay. Kein Tor. Pass auf, nicht laufen, er ist hier irgendwie in der Nähe. Obwohl du könntest, wenn. Du bist links von mir. Oh, okay. Du bist links von dem, der hängt, ne? Ja, ja. Ich hab grad. Ich hab den Killer eben gesehen, weil. Du könntest theoretisch jetzt hin. Ich glaube, der Killer ist vor dem. Ich weiß aber, ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Ich sag lieber nichts. Doch, jetzt ist er direkt vor ihm. Komm zu dir. Ja, er sieht mich, ich seh's gerade. Mal gesehen. Laufen. Also komme ich natürlich nicht an den Rand. Der andere kommt direkt entgegen, der andere Spieler. Ja, ist gut, dann kann er den Killer abwehren. Aber der andere Spieler. Nee, der Killer bleibt hier bei dem, der hängt. Echt? Ja. Steht links von dem. Ja, also steht nicht, bewegt sich halt nicht mehr. Ne? Magus, wahrscheinlich geht er jetzt. Der andere geht in den Schrank. Ja, ja. Irgendwo in der Nähe von dem, der im Schrank steht, ist er. Wenn er länger im Schrank bleibt, hat er ihn. Okay, der läuft am Schrank vorbei. Lass mal hier hinten in der Ecke gucken, ob da nicht ein Generator noch ist. Hier ist doch einer. Kommt in deine Richtung. Ja. Oh, ja. Muss man ein bisschen einen Meter dazwischen bringen hier. Na, er kommt da hinten noch. Naja, hat ich, glaube ich, gesehen. Ja, muss da eigentlich. Aber durchs Laufen bin ich ja eigentlich ein bisschen schneller, hoffe ich. Ja, Mist. Das war jetzt schade. Und hab ich gesehen oder was? Nee, ja. Er hat abgekürzt. Ach so. Das hat Geräusch gemacht. Ja, jetzt auch. Oh.
Ist auch nah dran, ne? Ja. Scheiße! Gott, komm ich hier durch? Wenn er dich haut, bist du gleich am Boden. Oh Mann! Gucken, was der andere gar nicht macht. Der andere bastelt. Und der Generator ist irgendwie durch. Aber der Killer kämpft ja eh, haben wir gesagt. Der andere ist ein Generator, wie es geht. Er ist gleich fertig. Guck mal, das ist doch gut. Jetzt holt er mich oder geht er zum Ausgang? Ich schaue in meine Richtung. Traut sich nicht. Er trickst den Killer irgendwie aus, aber ich weiß nicht, was er vorhat. Also der Killer ist genau zwischen euch beiden, hin und her laufend. Ja, ich. Jetzt kommt er, glaube ich. Oh nein, das war der Wandbusch. Mist. Er wollte eigentlich gerade zu dir. Wurde von einem Busch geblockt. Scheiße. Ich glaube, er wollte dir helfen und. Ja, das muss ich gleich kümmern, weil der Killer läuft ja die ganze Zeit hier rum in der Nähe. Naja, aber er kommt trotzdem. Das folgt an mir wahrscheinlich, oder? Nee, sieht so aus, als ob er dem anderen hinterherläuft. Ja. Okay. Kannst einen Ausgang oder so aufmachen, wenn du kannst. Also, ja, heil dich, geht das? Ja, kann ich gleich. Ich wollte erstmal Abstand. So. Ach, in dem war er. Ja, jetzt hängt er ihn auf. Aber der hat auch noch nicht gegangen, oder? Kann ich vielleicht schauen, den Ausgang aufzumachen. Oh, hab ich das Geld aufgeachtet. Oh, der Deathmatch. Der hing scheinbar doch schon. Wow. Dann finden. Ach, der ist er ja. So, weitergelaufen, ne? Ja. Aber weißt du, wo die Luke ist? Das weiß ich nicht, aber der zum anderen Ausgang wird er gelaufen. Nein. Könnte klappen. Weil Ausgang ist ja zum Glück auf anderen Seite. Ja, bleibt mal über der mit dem Schulterblick so, ja. Weil er ist ja da hinten irgendwo angelaufen. Ja. Komm. Das hört er vielleicht. Er kommt von rechts. Oh. Also jetzt von dir links gesehen. Er kam. Da, ja, siehst du? Ich hab ihn noch gesehen, so die Bewegung da irgendwie seitlich. Holy moly. Ja, schön, wenn jetzt einer hinkommt. Mehr Glück als Verstand. Gehört manchmal dazu, ne? Ja. Da. Und ein Item verdiente. Geil. Mein Koffer, den ich aus dem Dings genommen habe. Mein Erste-Hilfe-Koffer. Ja, genau, der ist da, lag da, wo du tot warst. Da bin ich ja nochmal die Hecke da abgegangen. Ja, genau. Gucken wollte. Ob es da wirklich keinen Durchgang gab. Oh, deine Bayern führen schon 3-0, ey, nach 20 Minuten. Nach 5 Minuten? Nach 20. Achso. Das wäre jetzt echt, ich wollte gerade sagen, 15:30, ja. 3-0, ja? Ich habe nur 5-0 getippt. Hatten okay, gereicht. Ich hatte vorhin diesen komischen Button da beim Bayern Facebook-Seiten-Dingens da, wo man ein Ergebnis tippen kann, weißt du, mit Zufallsgenerator und dann Stopp drücken. Ja. Da hatte ich einmal 3-4 für den HSV. Und einmal 2-3 für den HSV. Und dann habe ich nochmal gemacht, dann hatte ich 7-0. Aber dann für die Bayern, weißt du? Mal gucken. Nicht unrealistisch. Nee, ist es tatsächlich nicht, nee. Also in der jeweiligen Verfassung der beiden Teams, ne? Ja. Ja, bei den letzten Heimspielen haben die Bayern immer mindestens 5-0 gewonnen, dann mal 7-0, 8-0. Ja, voll krass. Schon seit 6 Jahren jetzt oder so irgendwie. Ja. Schon.
Ja, wenn jetzt der HSV hoch verliert, dann ist es ja schon, dann ist es ja, kann man ja sagen, fast nicht mehr zu machen. Also. Ja, das Verhältnis ist dann Matsch und naja. Ne, dann weiß ich nicht. Das wird, dürfte eigentlich nichts mehr werden. Könnte schon der Sargnagel dann werden. So eine hohe Niederlage gegen die Bayern. Obwohl die gegen die Bayern verlieren, das ist auch jetzt nicht das, ne? Ja, die werden so überraschend. Aber es kann ja sein, dass Köln noch einen Punkt holt, dann Köln sehr wahrscheinlich dann Vorletzter diesmal. Ja. Gimme Dickies. So. Tobi hat tatsächlich nicht geantwortet. Ich hatte ihn um 12:30 habe ich ihm geschrieben, wie es ja, bei ihm steht, so zeitlich bla und blub. Und seitdem sitzt er ja am PC, das heißt sein PC ist nicht, also sein Dings ist nicht abwesend oder irgendwas, also er macht irgendwas am PC. Sonst, wenn du irgendwie eine Weile die Maus nicht bewegst, schaltet dich Steam automatisch in Abwesenheit, ja, weißt du? Abwesend, ja. Das heißt, er macht irgendwas, aber er ist irgendwie wahrscheinlich, ja. Oder guckt ein Video oder so, keine Ahnung, was er. Ja. Who knows, ist ja im Moment auch egal. Wird schon immer, wird er sich schon melden. Wenn er keinen Bock hat, hat er eben keinen Bock. So, jetzt ein bisschen bessere Runde als die gerade. Für mich zumindest. Ja, ich wollte ja heute eigentlich auch Lena besuchen, aber da die so krank ist, würde ich es nochmal reinlassen. Also, wie krank? Geht's dir nicht gut von der OP? Nee, die hat Magen-Darm mit ins Krankenhaus genommen und musste sich die ersten beiden Tage, oder ja, zumindest mal doch fast die ersten beiden Tage da die ganze Zeit übergeben. Und das war natürlich nicht so toll dann. Nee, gibt's Schöneres, ne? Ja, vor allem mit ihrer Narbe, die du ja dann am Hals hast. Ja. So, war sie ein bisschen down und schläft ja da auch nicht, oder nur schlecht, sagen wir es mal so. Ja, das kenne ich. Dann haben wir gesagt, na, machen wir dann lieber nicht, weil A möchte mich nicht anstecken und B ist wahrscheinlich eher froh, wenn sie Ruhe hat. Ja. Sorry. Hat schon mal Bumm gemacht. Ja. Bist du weiter weg? Ich habe nämlich nichts gehört. Das ist gut. Dann kriegen wir das Ding hier durch. Wir sind zu zweit am Generator und läuft. Aber Killer kommt auch nicht hierher, scheinbar. Da hinten läuft der Bill rum. Bist du allein am Generator? Bill war gerade noch eh bei mir. Jetzt ist er bei uns. Im letzten Meter, da wo der Generator angeht. Jetzt ist der Killer da. Bei dir? Okay. Oh jo, ich höre was. Das ist die Hexe. Oh Gott. Gehen wir schon mal in die Richtung. Um mich herum ist sie. Sie baut mich mit ihren komischen Markern im Boden ein. Ach so, ja, Teleportmarker mal. Da kommt sie. Oh nein, das hat sie direkt. Nee, sie ist da rechts rum weggelaufen. Echt? Hat sie mich nicht gesehen? Nee, hat sie nicht. Geile Sache. Weil sie genau daher. Ja, hab ich gesehen. Und ich habe ja die beiden Schatten gesehen, dein Umriss und ihren Körper. Und sie ist nach rechts weggelaufen. Ah! Direkt erwischt. Ach, da ist er. Oh. Muss man von da angehen. Fuck, kurze Runde. Das war nix. Vor allem der nächste wird auch wieder von ihr weggehascht werden. Ich dachte, wenn die Marker. Ich dachte, die Spawn da, wenn die Marker da sind. Nee, das muss überraschen, ne? Ah, okay. So, das Wehren war aber auch schwer. Fuck, jetzt kommst du natürlich zu euch. Erwischt.
Ich hätte auch einen Koffer gehabt. Wo ist er jetzt? Hintergefallen. Doch, ich hab ihn noch. Ich bin so ein Idiot! Ich wusste nicht, dass hier hinter mir ist! Ja, ich habe auch erst gedacht, ich sitze hinter mir, ja. Scheiße! Ich dachte, ich kann ihr ausweichen, weißt du, weil sie dem anderen folgt. Ach, ich Idiot, ey. Warum so schnell, ey? Ich muss schon kämpfen. Wieso? Ja, ja. Ach, scheiße. Scheißendreck. Zwei schlechte Runde, ey. Nacheinander. Oh! Aber auch gerade ein bisschen Pech mit guten Killern, ne? Also die spielt auch wiederum ihren Killer echt gut. Der sitzt direkt neben dir und baut am Generator. Also sie muss ja da lang um zum Ding. Guck mal, er sitzt da. Dusel, ey. Sitzt direkt neben euch und baut am Generator. Muss ja da lang, weil der Haken hat. Das ist der nächste. Schade, er hat mir Zeit gegeben, hat aber nicht viel heißer. Scheiß Vater. Ja. Sehr gute Sache. Alter. Weiß gar nicht, voll zu mir. Ja, natürlich. Oh Gott. Kann man sie denn mal abhängen hier? Was? Warum bin ich jetzt umgefallen? Weil du dein Wahnsinn, oder? Das kann sein, ja. Also weiß ich, wie das bei ihr heißt. Findet sie mich. Hä? Nicht? Doch. Verdammt! Also hat mir ja gehört. Ja, gehört, genau. Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gehabt, weil da war die, wo ich weggelaufen bin, hast du vielleicht gesehen, war alles ganz grau und so. Ja, ich hab. Und du hast einen Balken gehabt, der abgelaufen ist. Ja. Oh, Backe, ey. Doppelmiesität. Bloß noch Rang 19. Ach man, ich wollte mal irgendwie auf Rang 10 oder sowas springen, ey. Aber wir müssen auch mal irgendwie wieder mehrere Tage in Folge spielen. Da müssen wir mal gucken, wo wir mal irgendwie alle Zeit haben. Dass wir wirklich mal mehrere Tage in Folge spielen können, dass wir alle mal ein bisschen im Rang steigen. Ja, grundsätzlich Ostern. Also ich bin Ostern nicht weg auf jeden Fall. Bin ich hier. Das ist die Woche vor Mania, ne? Ja, genau. Ja, mal gucken. Heißt ja ein langes Wochenende halt, an 4 Tage. Gott. Repariere den Gegenwert von 3 ganzen Generatoren. Ich habe vorhin einen ganzen Generator alleine gemacht, ich habe nicht mal 1. Hä? Roffel. Ja, einen solltest du dann aber schon haben, einen komplett. Ja, habe ich. Wahn. Ach nee, du hast den weitergebaut und dann kam ich wieder zurück. Ja, stimmt, der war gar nicht. Ich habe wahrscheinlich irgendwie so fehlen 5% oder so. Ja, dann siehst du die Anzeige natürlich dann auch erst, wenn er. Na, sag schnell. Wenn er einen komplett ist. Ja. Naja, egal. So. Einladen. Ich habe gerade mir noch, bevor wir jetzt angefangen haben, Let's Play zu Pizza Connection 3 angeguckt. Das sah schon ganz nett aus, ey. Ja, bauen sie auch schon ganz Weilchen dran jetzt, ne? Ja. Kommt er jetzt 20. 22. Ja, jetzt irgendwie war es, ja genau. Ich hatte eine Meldung bekommen, ja. Mal gucken, Moment ist ja auch im Angebot. Überlegen, ob ich da nochmal zuschlage. War aber wirklich grafisch auch schön und so. Sieht ganz gut aus. Diesmal fängst du auch nicht direkt mit dem Restaurant an, sondern hast du einen Foodtruck. Okay. Kannst du damit erstmal loslegen. Lieber Malcolm, wenn er ready wäre, würde er wahrscheinlich ready drücken. So wie jetzt.
So, jetzt muss ich ein bisschen konzentrieren. Das ist ja, das war jetzt echt zweimal. Das war zweimal schlecht. Komm, wir wollen gar nicht drum herum reden. Hat es das Glück, sofort ausgesucht zu werden? Ja. So. Macmillan anwesend. Bitte am Ausgang, ich warte hier. Sehr gut, ja, ich mache eben den Generator und die anderen machen hier was rein und wir fatz fatz. Oh, warte mal, das ist eine Kiste, muss ich erstmal reingucken. In die Kiste. Gibt's ja was zum Reparieren. Ich gehe in den Keller. Alles klar. Vielleicht ist ja hier irgendwie ein Kellerchen, mit dem man Party machen kann, weißt du? Oh, vielleicht. Die sind ja doch immer recht einsam, die Keller. Echt eine Werkzeugkiste. Könnte ich ja gleich mal Haken machen. Vielleicht ist auch ein Haken. Ich habe ein Dings, eine Heilungsbla-Koffer. Sehr gut. Ja. Ich habe sogar einen gelben Koffer gefunden. Richtig gut. Ich habe auch einen gelben Heilungsbla. Oh fuck. Warum hört der auf zu bauen? Ach, leck mich doch. Läufst du gerade weg, wo ich komme, weißt du? Ja. Kann ich erstmal einen Haken sortieren. Das hat nämlich bumm gemacht, da musste ich weglaufen. Schon zu zweit. Aber den Haken sortiert. Ich hab Herzschlag hier. Weg bei dir in der Ecke. Oh, da kommt der Killer, der hat mich gesehen. Du kannst den Dingens weitermachen hinten. Killer hat mich gesehen. Was macht der andere denn da oben? Das weiß ich nicht. Ach, der ist im Haus oben, ne? Killer hat dich, glaube ich, verloren. Ja, ich hab den Herzschlag weg. Bin ein bisschen kurz und klein gelaufen. Jetzt mit dem Holzstab und dann das Tote noch so lange. Kein Generator, da ist jetzt mal Zeit. Da ist der erste. Oh, da hinten kommt der Killer. Nicht gesehen. Oh. Scheiße. Aber durch die ganze Web gebrüllt. Ja, ich war gerade an einem Haken, wo er wahrscheinlich jetzt hinläuft. Ich bin gerade auf dem Weg noch Richtung ja. Dem, der da. Genau, ja, den wollte ich nämlich gerade verstehen. Was war denn das für ein Killer? Das ist der. Feinsteller? Nee, ist das nicht der Leatherface? Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen. Ja, oh, der campt hier. Ich nee, ist Fallensteller. Baut gerade eine Falle. Ja, dann derzeit kann ich ja dann abhauen mit meinem. Ja, cool. Hallo, ich bin auch hier. Nee. Das ist gut. Danke. Hast du mich gesehen? Bin direkt vor dir. Hier. Ach, da. Ich sehe dich nicht, weil du schwarz bist. Ja, nur weil ich schwarz bin. Ja, jetzt hängt er den wieder dahin. Scheiße. Aber er läuft vielleicht wieder nach rechts weg und wir haben wieder die Chance. Da ist noch eine Falle, ne? Rechts ist eine Falle irgendwo. Okay. Was? Ja, neben dem Haken rechts meinst du. Ich hol ihn. Okay. Nimm ich mal mit dem Generator und das lenkt ihn vielleicht ab, wenn er zurückkommt. Aber Herzschlag ist auch weg. Herzschlag kommt wieder. Er kommt auch geht auch zum Haken. Er scheint so ein bisschen verwirrt zu sein, was wir hier machen. Es ist voll toll, wenn man sieht, was die anderen machen. Der Killer kommt. Ja, der kommt. Ah, ist doch da hinten rechts.
Ne, der jagt den ja. Hier, guck mal, der andere kommt hier lang gelaufen. Achso. Ah, da ist ich. Das, dass man die Aura von dem anderen sieht, ist voll gut. Ich lauf dir mal hinterher, dann kann ich den heilen. Ich sehe keine Auren. Ich ja. Aber er bleibt nicht stehen. Oh, Idiot! Hallo, ich bin nicht der Killer, du brauchst... Hä? Ist der dumm? Geht hallo! Du brauchst mir keine Dinger in den Weg legen. Ich will dir helfen, Keul, ich will dich heilen. Hallo, ist der gerade nackig? Micha, was macht der? Was macht der? Vertraut deinen heilerischen Kopf. Der was ist denn doof? Ich lauf weg. Wie dumm ist der denn? Der hat mir drei Paletten in den Weg geworfen. Bei mir bleibt das stehen. Ich würde mir mal Gedanken machen. Ich heile ihn dann mal, ne? Was ist das denn? Was? Da, wie dumm, jetzt rennt er gleich wieder weg, wenn er dich sieht. Wie dumm! Er wollte von mir geheilt werden, ist doch okay. Das war jetzt nicht so das Problem. Du weißt halt, ich bin kompetent. Ich habe zwar nur einen Werkzeugkoffer, aber ich kann auch heilen. Ah, fuck. Gott, muss rauskommen? Okay. Das kommt davon, wenn man anderen helfen will, ne? Ja. Oh, fuck. Das war nicht beabsichtigt. Wollte ich gerade einem helfen, und dann musste ich leider los und dann ist es umgemacht. Aber er ist ja da hinten. Du bist ja am Ausgang, ne? Ich bin am Ausgang, ja. Du kannst ruhig hinkommen, ich helfe dir. Aber du bist gar nicht verletzt. Nee, ich wollte dem helfen, der da am Ausgang war. Aber da hinten ist der Killer, ne? Ich denke mal, der kommt jetzt... Nee, das hab ich nicht gesehen. Aber wenn er weiß, wo es geknallt hat, würde er da hinkommen. Theoretisch. Oh, er kommt zum Ausgang, siehst du? Verfolgt da auch irgendjemand. Mich. Okay. Ich hab es echt geschafft. Ich hab den Dings in den Weg gelegt. Ich hab den die Palette runtergemacht, hab den vom Haken geholt und dann ist jemand in die Falle getreten. Das war eine super Kombo gerade. Okay, ich bin wieder da. Die beiden schlechten Runden vorher waren echt schlecht und jetzt bin ich wieder da. So, haben wir mal den Haken hier kaputt gemacht. Das Problem ist jetzt bloß, dass ich nicht genau weiß, wo hier Fallen sind, weil ich nicht genau weiß, was er schon alles gemacht hat. Ja, soll nicht, wo Fallen sind. Ich laufe jetzt einfach mal hier rum. Ich laufe bestimmt gleich wieder in eine. Boah, das ist, ich kenne noch mein Glück. Muss für die Fallen erkennen, muss ich echt meine Einstellung hier heller machen. Da die andere erwischt. Fuck. Hängt jemand? Ja, ich glaube, er folgt an mir. Nee, er hat jemanden. Gott sei Dank. Zack. Kommt er zu mir? Tot? Tot. Schade. Ja. Ach, der ist noch. Irgendjemand ist in die Falle getreten. Ja, sieht fast so aus. Krieg ich den Haken hier noch platte? Mann, scheiße. Oh, scheiße! Disconnect. Ja, super. Überraschend. Oh, jetzt kommt er zu mir. Gesehen. Scheiße. Ich muss ein bisschen rennen. Nur weil ich in Fallen laufe, oder was? Oh, fuck! Er liegt die Scheiße echt überall hin, ey. Ja. Penner! Jetzt mit einem Bein hier laufen, ey. Weil war schon hinter mir. Ja. Er hat auch so gut wie keine Generatoren geschafft, ey. Kacke. Zwei reichen ja. Du weißt also, wo die Luke ist. Nee. Er kommt zielstrebig in eine Richtung. Warum weiß ich nicht. Aber er ist jetzt im Haus. Ja, ist im Haus, genau. Ja. Nein! Ja, wenn er gefallen nicht, ist er dann. Ich hab hier.
Ach, dammit, you! Okay, guter ziemlich guter Killer. Also die Fallen waren echt fies zum Teil. Ja, die Fallen haben mal ausgehauen, ne? Ja, er läuft an einem vorbei, aber die Fallen haben ihn gerettet, ne? Ja. Also hat scheinbar das Problem, dass er nicht selber das so gut wie ich, dass er nicht sehen kann. Aber er weiß halt... Oh nein! Mist! Weiß halt wirklich, mit den Fallen gut umzugehen. Ja. Naja. Ja, schade. Aber meine Aktion vorher war, fand ich gut. Vom Killer weglaufen, ihm die Palette ins Gesicht patschen, den anderen retten und entkommen. Das fand ich schon cool. Ja, war eine coole Aktion. Immerhin 10.000 Punkte gemacht. Gut, ich glaube, ich nicht. Da. German Twitch. Killer war gut. Kann man nicht mal loben. Oh, ist eine Frau. Vier Stück. Hat's aber gut gemacht. Ja.